Testfahrt 190 E2.316 mit Ayrton Senna. So, und jetzt zu Ayrton Senna, Spitzenfahrer in der Formel 1. Ayrton Senna, Sie haben den Mercedes 190 2.316 gefahren und können uns sicherlich einiges dazu sagen. Of course, first time I... Natürlich, zum ersten Mal fuhr ich dieses Auto 1984 auf dem Nürburgring zur Eröffnung der neuen Rennstrecke und... Haben Sie auch gewonnen? Yes, I won the race. Ja, so ist es. Und zweitens ist er ein reines sportliches Vergnügen. Und das mit Katalysator. Of course, there is, apart from that, for instance, the rear... Oh ja, die Niveauregulierung an der Hinterachse zum Beispiel sorgt mit dafür, dass man auch bei hohen Geschwindigkeiten ein gutes Sicherheitsgefühl hat. Selbst im Grenzbereich bleibt er konzentriert bei der Sache. Aber so weit kommt man im normalen Straßenverkehr ja gar nicht. Das Fahrzeug liegt einem absolut sicher in der Hand. Und gerade der 190 E2.316 beweist, welche Fahrwerksreserven in den übrigen 190er-Typen stecken. Gibt es etwas Spezielles über den Motor und über die Fahreigenschaften zu sagen? Der Motor ist beispielhaft für den Effekt der Vierventiltechnik. Gut abgestuftes, leicht zu schaltendes Fünfgang-Sportgetriebe. Die Endgeschwindigkeit wird also erst im fünften Gang erreicht. Oh, Sie wissen Bescheid. Es ist also kein Wunder, dass dieser Mercedes schon drei Langstrecken-Weltrekorde gefahren hat. So ist es. Ich fühle mich wie zu Hause in diesem Kompaktwagen. Das Cockpit, die Einzelsitze, das kleine Lenkrad, das stimmt alles. Und Ihr Gesamteindruck? Ein sportlich ausgelegtes Fahrzeug mit hohen Fahrwerten und einer außergewöhnlichen, aktiven Sicherheit. Ayrton Senna, herzlichen Dank für das Interview. Es war mir ein Vergnügen.